Liebe Mitchristen, da brauchst du keine Angst zu haben. Wie oft wird dieser Satz gesagt? Ja, wenn das so einfach wäre mit der Angst. Und da sind wir mitten im heutigen Evangelium. Die Jünger unterwegs mit ihrem Boot und plötzlich ein heftiger Wind, der die Wellen hochpeitscht. Überraschend kommt er, dieser Sturm, wie manches im Leben, das uns Angst macht. Meister, kümmert es sich nicht, dass wir zugrunde gehen? Rufen die Jünger ihrem Herrn zu, der mit in dem Boot sitzt, aber seltsamerweise von der ganzen Bedrohung nichts mitzubekommen scheint. Auf diesen Ruf hin, so erzählt das Evangelium weiter, ist Jesus aufgestanden und hat dem Sturm Einhalt geboten. Und seine Jünger hat er gefragt: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Liebe Geschwister, ob das nicht die entscheidende Frage Jesu an mein Leben ist: Warum hast du solche Angst? Hast du noch keinen Glauben? Kein Vorwurf, so finde ich, sondern ein Angebot. Bleib mit deiner Angst nicht allein. Sage sie mir, vertraue sie mir an. Ich will sie mit dir tragen, denn ich bin stärker als das, was dir Angst macht. Ich bin stärker als all die Wellen, die über dir zusammenschlagen. Ich möchte dir helfen, mit deiner Angst zu leben. Ich möchte dir helfen, dass das Schiff deines Lebens wieder in ruhigere Bahn kommt. Dort, wo ich Schritte des Vertrauens wage, wird die Angst zurückweichen. Dort, wo ich darauf baue, dass Gott zu mir hält. Liebe Schwestern und Brüder, die Geschichte meines Lebens ist die Geschichte meiner Ängste, hat einmal jemand gesagt. Ich möchte diesen Satz zu einem Wunsch umformulieren. Möge die Geschichte meines Lebens immer mehr zu einer Geschichte des Vertrauens werden. Des Vertrauens zu meinen Mitmenschen, zu mir selbst und vor allem zu Gott.